Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 3.30 Uhr und ich vlogge. Ich glaube, so früh haben wir noch nie gevloggt. Ja, ich bin jetzt munter, weil ich werde nach Rumänien fahren. Die ganze Familie schläft noch. Ist eigentlich auch schon normal um die Uhrzeit. Steht keiner freiwillig auf. Ja, ich werde mir noch einen Kaffee machen. Die Hunde sind da, die wollen mich gleich. Die wollen sich von mir verabschieden. So, ich mache mir noch einen Kaffee und dann muss ich losfahren, weil ich habe eine 14 Stunden Fahrt vor mir. Und ja, jede Minute zählt. Ich sitze jetzt schon im Auto, ich bin ready to go, ist 3.42 Uhr. Und ich habe mich von der Familie verabschiedet, die Hunde waren die letzten, die mich begrüßt haben. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich die Familie vermisse. Ich bin von zu Hause noch nicht weggefahren, aber mein Herz blutet aus. Ja, eine Woche werde ich in Rumänien bleiben. Es ist nicht für immer und ewig. Eine Woche in Rumänien wird sehr lang sein ohne die Familie, aber wir werden jeden Tag telefonieren, auch vielleicht Video telefonieren. Und ja, dadurch ist dann der Schmerz vielleicht ein bisschen kleiner. Also wir sehen uns, aber wir können uns nicht umarmen. Und nach einer Woche, also am Donnerstag, war ich von dort wieder weg. Ich will jetzt nicht zu lange labern, ich muss jetzt angasen, weil ich habe einen sehr, sehr langen Weg vor mir. Und ja, ihr seid auf alle Fälle dabei. So, ich bin bis jetzt 160 Kilometer gefahren. Ich bin jetzt fast in Ungarn. Wir sind gerade bei der ungarischen Grenze. Es ist ein wenig Stau. Wahrscheinlich wird jeder einzelne kontrolliert, ob das der Corona-Test dabei hat oder was weiß ich was noch. So, meine Lieben, wir sind jetzt schon in Ungarn. Ich bin jetzt gleich da, eine Vignette zu kaufen. Ich bin gespannt, was überhaupt das kostet. Ich habe die Vignette schon gekauft. Für 10 Tage habe ich 14 Euro bezahlt. Ich hoffe, dass es damit mich nicht verarscht hat. Aber ja, 14 Euro habe ich tatsächlich bezahlt und das ist nur für 10 Tage. Ja, jetzt muss ich weiterfahren, weil ich bin wahrscheinlich nur 10% von dem Weg gefahren. Das meiste Weg liegt noch immer vor mir. Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin schon in Rumänien. Ich bin, glaube ich, 6 Stunden, oder? Warte mal, wie spät haben wir denn überhaupt jetzt? Es ist 9 Uhr, ich bin durch Ungarn durchgefahren, ich habe keine Pause gemacht, jetzt bin ich in Arad, das heißt, bin ich schon in Rumänien, nur ich habe ein kleines Problem, und zwar, trotz negative Corona-Test, gilt den Corona-Test nur 3 Tage, das heißt, in 3 Tagen muss ich wieder zurückfahren, ansonsten muss ich mit einer Anzeige rechnen, oder wenn ich länger bleiben möchte, dann muss ich ab heute, also ab sofort, 10 Tage in Quarantäne. Es macht für mich keinen Sinn, wenn ich sowieso einen negativen Corona-Test habe, wieso soll ich da in der Quarantäne sein? Das ist, macht keinen Sinn für mich. Also das heißt, entweder 3 Tage kann ich mich frei bewegen oder 10 Tage sofort in Quarantäne. Das ist ein rumänisches Prinzip, den wahrscheinlich keiner versteht, aber bei uns war schon immer anders als überall auf dieser Welt. Muss man halt akzeptieren. Ja, wir haben aktuell jetzt 9 Uhr, oder? Ja, wir haben aktuell jetzt 9 Uhr. Ich habe die Hälfte des Weges schon hinter mir und die Hälfte habe ich noch vor mir. Aber bevor ich wegfahre, werde ich noch ein bisschen da stehen bleiben, mich ein bisschen auszurühren und dann kurz noch meine Tante anrufen, weil sie muss dann bei der Polizei anrufen, um nachzufragen, wenn ich noch einen Test in der Zwischenzeit noch mache, ob das gültig ist. Und vielleicht so kann ich dann ein bisschen länger bleiben. Wenn nicht, dann muss ich dann am Sonntag wieder zurückreisen. Wäre dann doch schade, weil in einem Tag kann ich wirklich nicht viel erledigen, habe auch extrem viel Geld ausgegeben, auch für den Test 100 Euro, Vignetten, dann Sprit und auch die Zeit. Ja, aber vielleicht geht doch. Oh yeah, yeah. Oh no, no. Eres perfecta mujer.
pies a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete de la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete de la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. Amarte es mi maña. Que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen. Como un color entre los grises. Yo nunca te fallé. Melde mich mal auch zwischendurch. Ich bin noch immer in Rumänien. Also ich bin nicht so weit in Rumänien tief reingefahren, weil ja, in Rumänien sind sehr, sehr viele Baustellen. Frag mich nicht warum. Man merkt nichts eigentlich. Also von der Reparatur her, die Straßen sind wirklich ein... Das sind ja keine Fahrstraßen. Das ist ja, das schaut aus wie ein Krieg aus. Cualquiera, tú eres la mujer, mi corazón anhela. Pasan por ahí todos y todas esas poses que tú conoces, gracias a mi mujer. Ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, cita, dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer. De mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. Somos Adán y Eva. Y estoy listo pa' tomar el castigo. Yeah. Y todo lo prohibido. Y las pecados que tú y hemos cometido. Son por ahí todos y todas esas poses que tú conoces, gracias a mi mujer. Ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, pasita, dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. So, meine Lieben, ich bin endlich angekommen. Nach 14 Stunden Fahrt. Ich sage euch, also ich bin nicht müde, so dass ich schlafen muss, sondern meine Beine tun so weh. Ja, als ich ausgestiegen bin, habe ich meine Beine mit den Händen rausgezogen, weil ja, ich habe den vorn von dem Sessel genommen. Ja, also ich bin jetzt endlich da und ich freue mich, dass ich meine Tante jetzt sehe. Na, was ist passiert? Oh, ja. Pisi. Also wie man sieht, das mit den Hunden und Katzen und Tiere habe ich dann von wahrscheinlich von meiner Tante. Sie hat auch jetzt zu Hause einen Hund und eine Katze auch. Ja, spricht heute hallo. Ah? La trebuie să faci. Ia. Yeah.
Da, aber ich liebe dich. Ja.